Komplettsperre wegen Verkehrsunfall. Am Montag gegen 10.20 Uhr ist auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Passau Süd und Pocking ein Holztransporter umgestürzt. Der Fahrer des LKW erlitt dabei leichte Verletzungen sowie einen Schock und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beim Eintreffen der Polizei befand er sich noch in der Fahrerkabine. Ja, aus bislang ungeklärter Ursache ist auf der BAB3 zwischen den Anschlussstellen Passau Süd und Pocking ein LKW beladen mit Holzstämmen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort umgestürzt und die Ladung bestehend aus mehreren Holzstämmen hat sich über die komplette Fahrbahn verteilt. Die Baumstämme, die nach dem Unfall auf der Fahrbahn verteilt lagen, mussten durch ein spezielles Bergungsunternehmen auf ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden. Die A3 war ab der Anschlussstelle Passau Süd für mehrere Stunden komplett gesperrt. Ab 13.45 Uhr konnte die Autobahn in Richtung Österreich wieder einspurig freigegeben werden.